Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Goofo Games, Leute. Ihr fragt euch jetzt, hä, der Typ ist schon wieder mit seinem Zweitaccount da, hat ein bisschen Essen dabei, sonst aber nichts Großartiges. Was macht der jetzt schon wieder? Und zwar machen wir heute ein altbekanntes Format, und zwar nämlich Scammer suchen, Leute. Und wir kaufen heute allerlei Verschiedenes, und zwar vielleicht Enstone, vielleicht Beacons, aber auch Karten. Alles, was halt so ein bisschen am Wert hat und worum man gescampt werden kann. Wir kaufen jetzt nicht zum Beispiel, sage ich mal, für 100 Dollar Holz, weil das würde sich einfach nicht lohnen zum Scammen. Deswegen sage ich mal so, ab 1000 Dollar lohnt es sich für Neuanfänger, die einen Shop haben, lohnt es sich zu scammen. Deswegen kaufen wir da auch mal, Leute, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim ersten Shop. Okay, Leute, wir haben auch schon den ersten Kandidaten gefunden, und zwar diesen Ich bin Olaf 66. Der verkauft nämlich einen Kopf, den ich auch persönlich gerne mal wieder hätte, und zwar den MHF YouTube-Kopf. Zwar nicht mehr mit dem Sign, wäre der 15k wert, aber ich würde sagen, wir schreiben ihn einfach mal an und fragen, was er für den Kopf haben will. Was willst du für den YouTube-Kopf? Ich hoffe natürlich, dass er jetzt nicht die ganze, dass er die EC einzeln verkauft und nicht alles in einem Paket. Also, naja, mal sehen. Hoffentlich schreibt ihr schnell zurück, weil den YouTube-Kopf hätte ich schon gerne, weil das Ding ist, damit kann man immer schön auf sein GS packen, und wenn man sieht, aha, Black 70 2,2k, ein bisschen teuer. Wie wär's mit 1,5k? Fragezeichen. Ja. Also, ich würde an eurer Stelle immer noch K mit dahinter schreiben. Ja, komm, wir treffen uns in der Mitte bei 1,75k klingt gut für den Kopf, Leute, ist auch kein schlechter Preis. Normalerweise, ich weiß gar nicht, die werden sogar viel teurer mittlerweile, glaube ich, verkauft. Ich glaube, die werden auch für 2k so verkauft. Normalerweise um den Dreh. Keine Ahnung, ich kann ja nicht so damit kommen. Eigentlich nur. 1,8k. Warte mal, wir schreiben 1,8k. Also, das kann doch nicht sein. Ich komme dir so viel entgegen und der geht nicht mal so weit runter. Lasst euch bei sowas niemals einschüchtern, Leute. Wenn die schreiben, es ist ihr letztes Angebot, ist es niemals ihr letztes Angebot, Leute. Darauf könnt ihr euch einen lassen. Wirklich. Die können immer noch weiter runtergehen. So lange, bis sie bluten. Dann schreibt er nicht mehr zurück. Meine Güte. 1,85k, Freizeichen. So. Ja, die schrieben, okay, na, die. PH. Okay, anscheinend von seinem Kumpel. Sorry, okay. Da hat er sich anscheinend mal wieder verschrieben, Leute. Können wir mal. Hä, wie ist das für ein Name? Call. Book. Mit 3K. Okay. Ich bin nicht Olaf. Payen wir ihn mal. So, wir payen hier mal 1850. Bitteschön, da hast du deine 1850. Jetzt hätte ich hier. Hi, wir schreiben nochmal zurück. Habe bezahlt. Bezahlt. Also, wenn der mich jetzt scammt mit Legendenrang. Hallo? Hab ich auf Kontostand. Habe nicht auf Kontostand. Warum tradest du nicht, ob du kannst? Dankeschön für den Kopf. Keine Ahnung, war jetzt ein bisschen komisch. Aber man sollte seinen Kontostand immer auf Null setzen, wenn man weiß, ich jetzt nicht. Okay. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall ihm jetzt das Geld gepayt. Olaf, wenn du das Video siehst, ich war ehrlich, keine Sorge. Okay, Leute, dann würde ich sagen, zoomen wir uns gleich mal noch einen raus. Okay, Leute, wir sind jetzt bei einem Testmitglied von Mons, und der verkaufte verschiedene Sachen. Es wurde eben in den Chat geschrieben, dass das Scam, was ich jetzt mal nicht glaube, weil ich Mons eigentlich kenne und die Scam nicht. Aber wir können ja einfach mal fragen, was willst du für den Nether Stern? Ich glaube auch nicht, dass das Scam gut. Er hat zwar Supreme unten gelb, also so gelben Doppelpräfix. Aber naja, es kann trotzdem sein, dass er scammt. Ja, mal sehen, was er dafür haben will. Wir testen ihn jetzt einfach mal und gucken. 1,1k, ja. Payen wir ihm jetzt einfach mal 1,1k. Also wenn er uns jetzt darum scammt, wäre schon echt armselig. Hier, bitteschön, 1,1k.
Habe ich dir gegeben. So. Dankeschön, ja, Digga, der scammt doch nicht. Also alles okay. Bei Webex könnt ihr gerne einkaufen, Leute. Mons generell ist auch eigentlich recht guter Clan, muss man sagen. Ist im Moment anscheinend noch in der Testphase. Aber trotzdem viel Glück, dass du auf jeden Fall reinkommst. So, okay, Leute, dann würde ich sagen, suchen wir uns noch einen letzten raus. Aber dieses Mal jemanden, der ein bisschen verdächtiger aussieht, würde ich sagen. Leute, ich habe jetzt zwar keinen Job mehr gefunden, aber wir haben hier so einen ganz schlauen Drückeberger. Der lockt einen hier runter mit Dias und bringt den einen um. Ich bin jetzt auf Level 22, warte mal, sein zweites GS, sein Name ist Matrix Skin, Junge. Was ist mit dir denn verkehrt, Kumpel? Ja, musst du... Weißt du nicht, wie man Leute bannt? Der hat, ihr müsst euch vorstellen, der hat mich eben runtergelockt. Ich frage ihn mal. Matrix, bekomme ich Dias? Fragezeichen. Bekomme ich Dias? Digga, ich finde das so witzig, wie er mich umbringen will. So. Ja, ich komme mit. Ich komme mit. Ein Dia. Digga, jetzt habe ich dem einfach Dias geklaut. Ja, gib mir ein paar mehr Dias, danke. Aha. Ja, noch. Ich finde das gerade so witzig. Digga. Jetzt willst du mich jetzt umbringen. So, also eigentlich müsste ich jetzt gleich mit meinem Main-Account kommen und den wirklich töten, Leute. Aber wir lassen den jetzt einfach mal ruhig. Ich wollte euch nochmal zeigen, dass es auch wirklich nur bescheuerte Leute gibt, dass die machen PvP auf dem GS, nehmen ganz normale Rüstung und denken, sie wären es, Alter. Wirklich. Da muss ich echt sagen, Props auf jeden Fall nicht an dich. Haltet euch von dem Typen fern, der scammt wirklich, weil das, also so dumm zu sein und dann sich mit dir nach unten ein Loch einlocken zu lassen und nicht davor Slash EC machen, um die zu saven, Leute, das ist schon ein bisschen, naja. Muss man nicht drüber nachdenken, das ist einfach nur witzig, Leute. Gut, ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen, auch wenn wir jetzt keinen Job mehr gefunden haben. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.